Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Need for Speed Heat und wir gehen heute driften. Und zwar in der Nacht. Wir wollen ja ein bisschen Kohle verdienen. Das heißt, wir wollen keine Kohle verdienen, wir wollen Reputationspunkte verdienen. Damit wir im Level aufsteigen und vielleicht heute noch Level 26 und 27 erreichen. Weil Level 30 brauchen wir. So, naja. Drift ist hier oben. Heißt Komet. Jetzt brauche ich noch das Auto. So. Naja, besser als nichts. Ich habe alles gemacht. Eigentlich. Hey, wie ist der Verkehr da draußen? Ach, da oben. Ach, ich muss in die eine Garage. Wie geil, ich gehe in die eine Garage und lande in irgendeiner anderen. Also, Mama, komm mit. Ich wollte eigentlich nur gerade fragen, ist das eigentlich klar? Komme ich eigentlich trotzdem danach? Also jetzt bin ich jetzt hier dürfte. Die Funktion erreicht. Hälfte.
hat immer was gemacht, ich stehe hier rum. Weißt du, wenn du jetzt mit dem Drift abhauen musst, dann vor die Kopf. Ja, danach kann ich dann nicht mehr stechen, das ist noch zu gut. Oh Gott sei Dank. Naja, zumindest geht's voran. Hey, ich habe zumindest mal meine Aufgabe gelöst. Keine Kohle, klar, aber Reputationspunkte ohnehin habe ich gekriegt. Immerhin mit dem Level noch. Level 26. So. Mal wieder da hoch und fahr den zweiten Drift. Aber es gibt wieder neue Events. Nehmen wir mit. Chrom. Na Chrom. Wir sollen 25.000 erreichen immerhin. Weiter. Drei Kurven oder so. Ja, das ist gut.
So, also Event haben wir geschlossen. Event haben wir abgeschlossen, so ist es richtig. Und dann können wir nach Downtown in die... Es waren ein paar harte Tage. Du bist bestimmt nur müde. Ich bin nur mein Ding gefragt. Ich hab nur mein Dings jetzt gemacht. Immerhin, ne? Anderthalb. Ein bisschen Level reicht es nicht. Da fehlen uns auch 28.000. Hey, schön dich zu sehen. Ich glaube, ich drehe hier langsam durch. So, Wagen tauschen. Und in der nächsten Folge geht's dann mal wieder ein bisschen weiter mit Racing. Wir sehen uns mal wieder bei Need for Speed Heat und ja, bis dann.